Ja, hallo von unserer Seite. Micha hat uns ja schon ein bisschen angekündigt. Ich verliere ein, zwei Sätze darüber, was wir getan haben. Wir haben ja gerade schon gehört, Jugendhackt hat großartige Softwareprojekte gehabt oder allgemein alle möglichen Projekte. Und dabei gibt es, sage ich mal, die Herausforderung, dass die Kids und Jugendlichen schon eine gewisse technische Hürde meistern müssen, um dort gut ankommen zu können. Und manche haben eben diese Herausforderungen noch oder haben diese Voraussetzungen noch nicht, und wir wollten auch ein Angebot schaffen, dass Kids und Jugendliche, die Lust darauf haben, aber noch nicht technischen Sachverstand mitbringen, hier auch irgendwie ankommen und reinwachsen können. Und deswegen haben wir zusammen mit dem mit den Medien-Scouts im V, die Antje dort hinten managt, ein Hello World-Programm aufgezogen, wo wir ein bisschen einfach an Technik heranführen wollten. Ohne schon große Vorkenntnisse zu haben. Dazu möchte ich am Anfang noch kurz ein ganz, ganz großes Danke an das Schülerlabor von der Universität Rostock, Institut für Mikroelektronik und Datentechnik, loswerden. Die Birgit Kumpholz und ihr Mitarbeiter Nils Nikolaisen, die haben da hervorragend uns unterstützt mit ihrem Eisstielroboter Spurt. Und was das damit auf sich hat, das erklären euch gleich die Kids. Ja, wir haben einen Eisstielroboter gebaut. Der kann auf einer schwarzen Linie fahren. Dafür brauchten wir viele elektronische Teile. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie der funktioniert. Und wir haben auch eine selber gemachte Stoppuhr. Das zeigen wir mal. Das zeigt euch dann Felix. Ja, das hier ist die selber geprogrammierte Stoppuhr. Das ist eine Kalliope, erkennt man relativ gut an diesen Ecken. Das ist sehr auffällig für diese Kalliope. Und wir haben auf der mit Hilfe eines Internetprogramms eine Stoppuhr programmiert, die wir mit zwei Knöpfen auf der Kalliope starten und stoppen können. Sie hat auch so eine Art kleines Display. Und ja, hier diese ganzen weißen Punkte, das sind die LEDs. Und die können uns auch einigermaßen was anzeigen. Zwar nicht so genau, aber sie können uns was anzeigen. Komma 7 Sekunden. Ja, dann haben wir noch mit einem Galliopen gearbeitet. Das sind diese Stände, ja. Die konnte man halt verschieden programmieren. Und in den Pausen haben wir oft Spiele gespielt wie Halma oder Slither Snake mit echten Menschen. Und ja, die Galliopen kann man halt verschieden programmieren auf Musik oder zum Beispiel, dass dann eine LED leuchtet. Und ja. Und was haben wir ganz zum Schluss mit den Kalliope gemacht? Da haben wir alle die Galliopen halt darauf programmiert, dass die sich gegenseitig verständigen können. Und dann haben wir uns halt sozusagen Nachrichten geschickt. Genau, und das zeigen euch die Mädels nochmal. Also, was wir jetzt hier sehen, ist quasi, dass der eine Kalliope eine Nachricht losschickt und der andere Kalliope diese selbe Nachricht empfängt und dann anzeigt. Und die Mädels haben sich ausgedacht, dass es eine Frage gibt und der Empfänger der Frage dann auch noch eine Antwort zurückschickt.
Ja, vielen Dank. Matthias hat bestimmt noch ein paar Fragen an euch. Kommt einfach mal rüber, genau. Und wir machen Applaus nochmal für die erste Gruppe hier, die einen Auftakt gemacht hat. Ist ja schon spannend. Hello World ist ja das Programm von Jugend Hackt, wo man Einsteiger macht. Wie sind eure Vorerfahrungen? Habt ihr schon mal im Vorfeld damit programmiert oder heute wirklich das allererste Mal? Also ich habe wirklich schon sehr viel programmiert und es war einfach nur noch mal so, um auch mal zu erfahren, was man sonst noch so alles machen kann. Und das war eher für mich so ein Einstieg in Hello World und nicht ins Löten und Programmieren. Genau, da gibt es hier viele Möglichkeiten, deswegen bist du bestimmt auch nächstes Jahr dann in Mecklenburg-Vorpommern bei Jugend Hackt dabei. Ja, und die Galilope, jetzt, ihr habt zum Schluss gezeigt, da werden ja auch Privatnachrichten ausgetauscht. Ist es so eine Idee, um auch so mal ein bisschen private Kommunikation fernab von Facebook und WhatsApp zu machen, um sich ein paar Geheimnisse auszutauschen? Ja, also es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil es können halt auch andere Galilopen das dann empfangen und dann so privat ist es dann nicht. Okay, also doch nicht so die ganz großen Geheimnisse aus dem virtuellen Tagebuch bekannt geben. Am Anfang haben wir auch gesehen, dass der kleine Roboter diese schwarze Linie abfuhr. Könnt ihr mal kurz erklären, woher weiß der denn eigentlich, dass er auf der schwarzen Linie bleiben muss? Kannst du dazu was sagen? Ja, also unten ist halt so ein schwarzer Kasten, Sensor, ja. Und da ist halt eine Art Fotoapparat drin und der guckt dann halt quasi, was unter ihm ist, ob weiß oder schwarz. Und wenn man den Kasten über schwarz hält, dreht sich der eine Motor und wenn man ihn über weiß hält, dann dreht sich der andere Motor. Ja, wunderbar. Glaube ich auch für Nicht-Informatiker perfekt erklärt. Dann nochmal danke für eure kurzen Ausführungen und nochmal einen Abschlussapplaus für unsere erste Gruppe. Applaus